Bis jetzt nochmal hallo, wir wieder mit Kaffeeklatsch und wir haben super Kuchen. Das ist einer der leckersten Kuchen, der ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ich erzähl, was es ist. Was ist es? Irgendwas mit Himbeeren? Himbeeren sind Schlagsahne drin. Schlagsahne und Himbeeren. Ne? Schlagsahne. Aber wie die das zusammen gemacht haben, ist mir ein Rätsel. Das ist irgendwie, das werden wir jetzt genießen. Habe ich aber nicht gebacken, sondern das ist von der Firma, aber die sagen wir nicht. Das ist Schleichwerk. Oder wir müssen das mit denen absprechen, weißt du? Dann kriegen wir ein bisschen was. Aber das, erstmal anfangen, wie geht's Ihnen heute, Frau Ebert? Mir geht's gut. Und ich hoffe dir auch. Mir geht es eigentlich besser, muss ich sagen. Schlafe ich besser. Ich schlafe ein bisschen besser und vor allen Dingen auch die Zeit, die ich verbringe, wenn ich wach bin, das ist ein bisschen besser. Und das Wetter hat sich ganz schön verändert. Es war ja so warm, so heiß. Heute ist wieder Regen draußen. Hat sich sehr abgekühlt. Heute ist zum Schlafen. Also wir haben ja dieses Jahr ein tolles Wetter, Christoph. Ne? Super, nicht? Also vor allen Dingen, ich bin ja so glücklich darüber. Aber das ist unheimlich, was ich für Feigen dieses Jahr habe. Ich habe einen Feigenbaum. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Und du magst die ja so gern, Feigen. Ich mag die so gerne. Ne? Das hat auch mal einen besonderen Sinn. Ich habe ja mal einen Abend gemacht unter dem Titel Der Apfel und das Feigenblatt. Nach einem Gedicht von Endrikat und das hat Wolfgang Ebert vertont. Ich versuche jetzt mal, das nochmal in meinen Kopf zu kriegen. Der Apfel und das Feigenblatt, das sind die zwei Symbole, die uns ein Gott gegeben hat, zum Weh und Teil zum Wohle. Durch Apfel und das Feigenblatt kam Adam zur Erkenntnis, wie schade ein Eunuche hat, dafür ja kein Verständnis. Der Apfel und das Feigenblatt sind wichtige Utensilien und sehr beliebt in Stadt und Land, von Grönland bis Brasilien. Die beiden Dinge sind antik doch unbedingt vonnöten, so wichtig wie in der Musik die Pauken und Trompeten. Der Apfel und das Feigenblatt, die stürzten Fürstenthrone und setzten Könige schachmatt mit Zepter samt zur Krone. Der Apfel und das Feigenblatt, die munden uns vorzüglich, doch machen sie uns auch nicht satt, sie machen uns vergnüglich. Dem Herrn sei Lob und Preis und Dank, der uns dies einst gegeben. Ich möchte mein ganzes Leben lang vom Sündenfall Obst leben. Sündenfall Obst. Ein Sündenfall. Der Sündenfall. Das ist ja auch was. Was ist denn eigentlich dieser Sündenfall? Mit der Schlange, ne? Ja, genau. Eigentlich der Adam hat ja gesagt, es war die Schuld der Eva, die ihm das gesagt hat. Und die Eva hat gesagt, es war die Schlange. Das so, finde ich so interessant, weil ist ja der Anfang unserer Geschichte, der menschlichen Geschichte. Das ist ja eigentlich kein Wunder, ne? Dass wir so viel Sodom und Gomorra haben auf der Welt. Ne? Ja? Weil jeder will die Schuld dem anderen geben. Und das ist deshalb Verantwortung ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Verantwortung. Nicht anderen die Schuld geben, aber Verantwortung für was wir selber machen. Ne? Oder wie wir Verantwortung tragen, wie wir eigentlich alle verantwortlich sind. Ja. Ne? Ja, das ist auch etwas. Besonders, wenn man eine Familie gegründet hat. Ne? Ja, natürlich. Ja, in gewisser Weise sind wir ja eigentlich, könnte man das so sehen als Philosoph oder Menschenrechtler oder wie man das so ansieht, dass wir eigentlich alle Familie sind in dieser Welt. Wir sind ja alle eine Familie, die menschliche Familie. Wobei, sagt sie, mein Gott. Und manche möchte ich eigentlich nicht so gerne in dieser Familie haben, ne? Aber wobei. Kennst du das nicht gut? Familie hat man, aber Freunde kann man sich aussuchen. Ja, richtig, ja. Ja. Und das ist manchmal mit der Familie nicht so. Aber dann ist es ja auch interessant, ja, die kann man sich nicht aussuchen, aber man muss doch oder sollte doch lernen, miteinander auszukommen. Das ja. Und das ist eine große Herausforderung, ne? Eine große Schwierigkeit. Weil ja, mit manchen Leuten ist es einfach und da macht es Spaß und da ist es wirklich kein Ding. Aber mit anderen ist es nicht so einfach. Aber ich denke doch, das ist wirklich eine große oder die große Herausforderung, das zu lernen.
Und auch mit Menschen auszukommen, die manchmal so ein bisschen schwierig sind und die ein bisschen an... Aber wie willst du damit auskommen, Christoph? Geht doch schon los mit der Erbschaftsgeschichte. Mhm. Wenn du, der Onkel ist noch nicht mal unter der Erde, da hängen die schon die Bilder ab und schreiben ihre Namen an. Wie willst du damit auskommen? Gutes Gesicht. Erstmal das Wichtige, glaube ich, ist wirklich radikale Akzeptanz. Dass Menschen... Oh viele Menschen, ja, oh Gott, sagt sie wieder, oh Gott. Ja, wir willst das akzeptieren, dass ja, akzeptieren, ich so akzeptieren heißt ja nicht, ich gut heißen. Das heißt ja nicht sagen, ich heiße es gut. Das heißt nur, okay, ich sehe, das ist in den Herzen der Menschen, vielen Menschen ist Gier. Ist Gier. Dann müssen wir jetzt mal ganz, ganz logisch sehen. Raffsucht, mehr, geben, haben. Kommen wir wieder da. Haben. Ne? Ja. Aber so ist es nun mal. Ne? Und ich denke, wenn man das erstmal erkennt, kann man lernen, damit besser umzugehen. Kann man lernen, diese negativen Elemente anderen nicht irgendwie immer vorhalten und sagen, du bist so schlecht und du bist so das und du bist dies, ne, und dann, weil die Realität ist ja auch, man kann Menschen nicht ändern. Ich meine, das ist ja eigentlich die große Lektion, die ich durch meine Heirat wirklich gelernt habe. Weil am Anfang habe ich ja nur das Verhalten meiner Frau während der Zeit gesehen, was mich so irritiert hat, das wollte ich ändern. Ich wollte sie ändern. Das habe ich dann nach vielen Jahren gelernt, das ist unmöglich. Das kann man nicht. Das ist vor allem in der Ehe nicht möglich. Du kannst keinen ändern. Ja. Und. Man ändert sich natürlich, wenn man offen ist. Ja. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich doch ändern. Na, natürlich, meine Änderung, alles ändert sich ja. Das Leben ist ja eigentlich Änderung oder Veränderung. Und wir alle verändern uns ja. Seitdem wir in die Welt gekommen sind, verändern wir uns. Aber dann auch sind wir an einem gewissen Punkt gekommen, glaube ich, wo wir uns nicht mehr ändern. Und anstatt suchen wir außerhalb von uns Veränderungen. Wir wollen die Dinge außerhalb von uns verändern. Naja, aber die Wahrheit, da muss ich auf die Wahrheit komme ich wieder. Die Wahrheit. Wie gesagt, kurz auf Häuschen, die Wahrheit ist ein Ding hart und beschwerlich. So wie im höchsten Maße Feuer gefährlich. Brenn mit ihr nieder, was da morsch ist. Und wenn es dein eigener Bruder Schorsch ist, beliebt wird man so nicht. Nach einem Menschenalter lässt man von Dr. O und Klosch und Walter und des Gewehren, wie das Leben will, und brennt sich selber aus und wird ganz still. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß auch nicht. Ich halte nicht still, du, das ist es ja. Ja. Die Wahrheit. Ja, aber das ist doch ein toller Text. Ne? Ja, ist ein toller Text. Und der wirklich weist uns auch darauf hin, dass... Ja, das schon wirklich ein beschwerliches Ding ist, aber ein wichtiges Ding ist die Wahrheit. Aber das ist doch wunderbar, brenn mit ihr nieder, was da morsch ist, du. Ja, desto älter du wirst, Christoph, desto mehr kommt das in deinen Kopf. Brenn mit ihr nieder, was da morsch ist, und du sagst die Wahrheit und haust den Leuten was von. Aber weißt du, was ich auch gesehen habe oder gelernt habe, ist, dass für viele, eigentlich die meisten Menschen, die eigentlich in so einer Art, in ihrer eigenen Unwahrheit leben, wir sind eigentlich mit Lügen aufgewachsen in der Welt, und uns wird vorgelogen. Ne? Und dann irgendwie wachsen wir auf, dann nehmen wir das an, wir denken, das ist wahr, das ist unsere Wahrheit. Du weißt ja, es geht schon los, wenn mit der Oma nicht den Pullover gestrickt hat, ja, was mir passiert ist. Und aha, die fand ich so schrecklich. Und meine Mutter hat gesagt, du musst dich aber jetzt bedanken bei der Oma und sagen, wie schön der ist. Nicht? Da wirst du also praktisch schon zum Lügen erzogen. Ne? Ja, und meine Kinder, ich meine, ich weiß es ja auch damals noch, wie... Mit meinen zwei linken Händen mache ich was kaputt, ne? Und dann irgendwie, dann, ach, das ist irgendwie anders passiert. Und dann nehme ich, das ist auch schwierig. Und dann schrieb es unter das Bett. Schieb ich es unter das Bett oder sowas. Das war mit meinem Haar, ne? Ja. Zu Ostern, mit diesem wunderbaren portugiesischen Haar. Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich noch. Ja. Solche Dinge, ne? Als Kind weiß man das nicht, weil als Kind hat man natürlich auch Angst vor den Konsequenzen. Ja, natürlich. Ja? Wie gesagt, auch für uns, auch wenn sich jemand selber anlügt oder irgendwie verrückte Gedanken hat, für diese Person ist das die Wahrheit. Natürlich. Auch wenn es für eine andere Person völlig hirnverbrannt ist und doof ist, das ist deren Wahrheit. Und wir alle folgen ja, das ist nicht ein sehr wichtiges Konzept, wir alle folgen unserer eigenen Wahrheit. Mhm. Wir alle leben unsere eigene Wahrheit. Ja. Ja, das verstehen zu lernen. Und auch wenn ich sage, okay, das ist... Ich mag es auch nicht unbedingt, wie du bist oder was du sagst oder wofür du stehst, aber ich lerne das. Ich sehe, das ist ein Teil von dir, das ist ein Teil von deinem Ding. Hm. Ist nicht mein Ding, ist dein Ding. Ja? Jeder hat so ein Lügengebäude. Ja, genau. Ist klar. Haus der Karten, ne? Das ist so ein, ja. Natürlich. Aber dann natürlich, das ist ja die Lüge auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist ja wirklich die Wahrheit. Hm. Die Wahrheit wird uns freisetzen. Ja. Und das zu finden ist natürlich...
Schon so eine Sache, ne? Schwer. Wie kann man das finden, ne? Ja, schwer. Ja? Man findet ganz schwer die Wahrheit. Ja. Und nicht nur, wenn man sie findet. Das Schwierige ist ja dann, wie kann ich die Wahrheit leben in einer Welt, wo ich eigentlich mit Lügen oder Lügnern umgeben bin. Ja? Ich meine, auch wenn man mal sieht, unsere Regierung, und es gibt einige gute Politiker, die wirklich das Wohlwollen der Menschen sich darum kümmern, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es ja alles ein abgekartetes Spiel, ist alles eine Geschäftemacherei. Ne? Und auch was wir in den Nachrichten hören und diese ganzen Sachen, das ist ja alles. Wir werden belogen von oben bis unten. Ja, genau. Das genau, ist klar. Genau. In der Presse geht das ja nur, weißt du doch. Ja, genau. Ja, und dann müssen wir noch Steuern zahlen und mit dem Großteil unserer Steuergelder wird Krieg finanziert. Ja. Und wenn ich das mal überlege, ne, das ist hirnverbrannt. Ja? Deshalb in dieser Welt auch nicht nur die Wahrheit zu finden, die Wahrheit zu leben, das ist eine schwierige Sache. Ja? Aber es ist, denke ich doch, es ist möglich und äußerst wichtig. Ja, aber wirklich die Wahrheit. Manchmal, wenn du Leute packst und die Wahrheit ansprichst, die können die Wahrheit nicht vertragen. Ne? Weil das ist eine große Angstsache. Wenn man in der Unwahrheit lebt, mhm. in der Dunkelheit, denke ich, die Unwahrheit ist die Dunkelheit, mhm. da macht einem das Licht Angst. Das Licht ist die Wahrheit, die Erleuchtung. Ja? Mhm. Das macht einem Angst. Das ist, oh, das ist eine große Waffe. Die Leute sagen, das ist so ähnlich wie mit den Vampiren, denen du ein Kreuz hochzeigst. Das ist so ähnlich, das ist das. Ja, ja? Ja, ja, ja. Ich will das nicht sehen. Ne? Okay. Ja, ja. Mhm. Nein, es ist ja Feigenblatt, das ist ja der symbolisch für den Sündenfall, die Sünde der Menschheit. Ja, ja, ja. Ne? Und wir haben ja vorhin auch über Wahrheit gesprochen, was ja eigentlich uns helfen könnte, ja, uns über unsere Sünden hinwegzuheben. Mhm. Ja? Aber ja, was uns erzählt wird, und da habe ich mir immer Gedanken gemacht, dass die Religion es oft so auslegt, dass wir alle Sünder sind. Wir sind geboren als Sünder, wir müssen uns unterwerfen der Kirche und unterwerfen dem Gott. Was ich immer interessant fand, weil es ist ja auch so mit unserer Regierung. Uns wird ja auch erwartet, uns unsere Regierung zu unterwerfen. So ähnlich mit Religion. Das da ist ja ein sehr großer Zusammenhang. Ja? Aber ja, die Wahrheit, ne? Die Wahrheit. Naja, es gibt ja also zwischen dieser Wahrheit und zwischen der Lüge, würde ich sagen, oder Wahrheit, und da gibt es ja noch die Schwindel, nicht? Das ist nicht so schlimm, finde ich. Schwindel, ja? Schwindeln. Hm. Nicht? Ja. Also ein bisschen geschwindelt. Ne? Ein bisschen geschwindelt, ja. Ein bisschen geschwindelt, das ist nicht so eine Lüge, verstehst du? Richtig, ja. Schwindeln, ja, ist eine andere Sache, aber die sind auch verwandt. Ja, die sind verwandt. Die sind verwandt, aber ja. Der kleine Bruder. Der kleine Bruder, ja. Der ist auch nicht so ein netter Bruder. Der ist ein bisschen liebevoller, der ist ja, vielleicht nicht so ganz krass wie die Lüge. Es gibt ja auch diese Notlüge, Christoph. Das ist noch natürlich, ja. Das gibt ja auch Zeiten, natürlich. Ja, ja, ja. Aber Wahrheit ist schon. Ja, oder man muss nicht, wir müssen nicht alles wissen, so ungefähr, ne? Richtig. Du musst nur, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ne? In diesem Sinne. Sagen wir mal tschüss. Tschüss, ja. Tschüss. Und wir kommen nächste Woche wieder. Mit irgendwas Neuem, gucken wir mal, wie das läuft. Ne? Mal gucken. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.